Genau, ich bin Dominik, wie schon vorgestellt. Und ich gebe eigentlich nicht nur Vorträge. Eigentlich bin ich Entwickler, und zwar im Service des Cloud-Projekt. Aber das, was ich jetzt halt vorstellen will, ist alles eigentlich auch für Server da. Also ihr müsst jetzt da keine Angst haben, dass es das bei euch nicht gibt. Und zwar geht es um Automatisierung, denn wie alle wissen, wenn Unternehmen skalieren, wenn man jetzt immer mehr Service bereitstellen muss für manche Leute, dann muss auch das Produkt mit skalieren und man muss bestimmte Themen automatisieren. Auch bei Jira Service Desk ist es so, dass man eben bestimmte kleine Tätigkeiten gibt, die man oftmals machen muss, was eigentlich unnötig ist, die von Hand zu machen. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich mitnehmen, euch erstmal ein Szenario vorzustellen. Überlegt euch was, das ihr oft machen müsst, das ihr eigentlich nicht machen wollt. Vielleicht hasst ihr diese Tätigkeit so richtig. Steigert euch dann ein bisschen rein, verinnerlicht euch, wie ihr euch dabei fühlt. Meistens ist es dann leider so, dass man sich sagen muss, ich muss es leider doch machen, weil es gibt keinen anderen und die Arbeit bleibt da sonst liegen. Wenn es dann zu viel wird, kann man sich denken, es muss doch aber auch irgendeinen besseren Weg geben, als es immer nur von Hand zu machen und vielleicht kann man das ja programmieren. Wie alle, die schon mal probiert haben, irgendwas zu programmieren, läuft es leider so ab, dass es so 5 Phasen gibt, in denen sowas abläuft. Manchmal positiv, manchmal nicht. Und meistens fängt es dann mit Überzeugung an, man ist noch so froh im Mut, man hat die Ambitionen, man überlegt sich, was könnte man alles mit der Zeit machen, wenn es automatisiert wäre. Zum Beispiel, ich wohne in München, man könnte in den Biergarten gehen oder ich schaue gern Fernsehen, man könnte sich Game of Thrones anschauen oder so. Und deswegen setzt man sich hin, man setzt seinen Workspace auf, hat schon ein paar Tassen Kaffee intus, man hat sich schon mal die Jira-APIs rausgesucht oder für was man auch immer automatisieren will und eigentlich kann jetzt einen nichts mehr aufhalten. Es sollte alles funktionieren und dann gut sein. Man fängt dann an und leider ist es oftmals so, dass es doch nicht so einfach ist wie gedacht. Man ist aber immer noch frohen Mutes und man denkt, dass es auch zum Erfolg führen kann. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber man wird trotzdem wahrscheinlich Zeit sparen. Irgendwann kommt so der Tag 600 oder sowas. Man ist immer noch im Programmieren. Vielleicht hätte man mehr Tests schreiben sollen. Vielleicht hätte man sich mehr Gedanken machen sollen. Zu diesem Zeitpunkt hat man definitiv mehr Zeit für die Programmierung aufgewendet, als man eigentlich für die Aufgaben gebraucht hätte. Aber letzten Endes hat man es dann doch irgendwie geschafft und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es hat vielleicht länger gedauert, aber man hat wenigstens noch einen Job, man hat ein paar Erfahrungen mehr und that's life. Aber was, wenn ich euch sagen würde, dass es dafür zumindest ein Service Desk und auch bestimmten anderen Tools einen Weg gibt? Und bei uns heißt dieses Feature halt Automatisierung. Um 50% der Projekte, die wir haben im Cloud-Umfeld und auch zum Teil im Server-Umfeld, benutzen das Feature bereits. Aber wir finden, das ist nicht genug, weil wir glauben, dass halt alle damit wirklich was machen können, um damit ihr volles Potenzial auszuschöpfen und damit im Endeffekt auch weniger Lizenzen zu beanspruchen, als sie vielleicht aktuell tun. Jetzt, wie funktioniert das Ganze? Ist eigentlich ganz einfach, es hat 3 Teile, der Wenn-etwas-passiert-Teil, dann soll man prüfen, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind, um danach irgendwas zu machen. Also eigentlich kann man das auch übersetzen in Auslöser, Filter und Aktionen. Auslöser können zum Beispiel sein, wenn eine Anfrage erstellt wird oder wenn ein Kommentar erstellt wird. Dann kann man drauf filtern, zum Beispiel mit JQL, wer JQL kennt, oder auch mit einfacheren Dingen wie, ob ein Kommentar intern ist oder ob ein bestimmter Benutzer involviert war. Um dann irgendwelche Aktionen auszuführen, wie beispielsweise eine Anfrage zu erstellen oder zu bearbeiten, Kommentare zu erstellen und so weiter. Ein einfaches Beispiel könnte dafür sein, dass man sagt, wenn ich eine Anfrage gelöst habe, dann soll es mir ein Glas Wein bestellen und mir einen Platz bringen, weil ich habe ja irgendwas zu feiern. Na kurz, wenn ihr das Feature sucht, dann findet ihr das in den Projekteinstellungen und zwar da unten links unter SLRs. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr zu so einer Übersicht, da seht ihr alle Automatisierungen. Wir nennen diese Automatisierung Regeln. Und man kann dann auch neue Automatisierungen anlegen. Dann kommt so ein Dialog, wo man dann aus Vorlagen auswählen kann oder man stellt seine eigene. Für alle nicht übersetzten Sachen bin ich nicht verantwortlich, ich muss mich dafür entschuldigen. Aber ihr kennt das wahrscheinlich, dass die Übersetzung bei unseren Produkten oft nicht so ist. Noch kurz, also wenn diese Auslöser, Bedingungen und Aktionen, die heißen halt when, if und then. Das heißt, das sind diese 3 Blöcke, die man dann konfigurieren kann.
Man kann dann auch sehen, wann so eine Regel überhaupt ausgeführt wurde. Man kann sehen, ob sie wirklich eine Aktion durchgeführt hat, was der Status ist, auf welchem Issue war das. Und das auch im Detail, ja, also mit diesen grünen Häkchen, was dann ausgeführt wurde, oder mit den Kreuzen, was eben nicht gepasst hat. Bisher war das jetzt alles langweilig und hat euch wahrscheinlich nicht so viel Nutzen gebracht. Deswegen die eigentliche Agenda ist die folgende. Und zwar möchte ich euch bestimmte Szenarien vorstellen, wo Automatisierung helfen kann. Und damit gibt es die drei großen Themen für einen externen Kundenservice-Desk mit einem Zusammenspiel mit Jira Software und dann danach auch einen Service-Desk für interne IT-Teams. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein bisschen was über Webhooks. Das wird aber ein bisschen technischer und komplizierter. Das ist nur zur Anregung. Wenn ihr da nicht folgt, ist das voll in Ordnung. Auch wenn jetzt diese Automatisierung in diese drei großen Themen kategorisiert wurden, heißt das nicht, dass die dafür eingesetzt wurden. Also ich bitte euch, dass ihr einfach darüber nachdenkt, das könnte ein Fall sein, der für mich auch zutrifft. Ich bin zwar nicht im internen IT-Umfeld tätig, aber macht nichts. Ja? Das sind eher so Rezepte, die man nehmen kann und soll euch so ein bisschen Ideen geben, wofür man das Feature so benutzen kann. Und damit möchte ich beim externen Kundenservice-Desk starten. Und zwar, wie sieht typischerweise oder wie kann so ein Team aussehen? Man hat Kunden in unterschiedlichen Standorten, vielleicht auch aus unterschiedlichen Firmen, die alle Anfragen gegenüber dem Support-Team erstellen. Normalerweise hat so ein Support-Team mehrere Levels, wobei das erste Level vom Support meistens die Analysen tätigt und dann bei Bedarf an den nächsten Level eskaliert oder eben sich selber lösen kann. Man kann nicht so genau sagen, wie so eine Anfrage aussieht, aber zumindest könnte man es vereinfachen in diese vier Phasen von Erstellung zu Lösung. Und daraufhin möchte ich jetzt eben zu all diesen Phasen so ein Beispiel geben, was man da automatisieren könnte. Und dann lasst uns einfach mal mit der Erstellung anfangen. Stellt euch vor, ihr habt einen Kunden und der stellt eine Anfrage. Das könnte zum Beispiel in einem Kundenportal sein und ein Kundenportal, das wäre sehr gut für uns, weil in so einem Portal kann man strukturierte Daten aufnehmen. Aber leider passiert es eher häufiger, dass Kunden per E-Mail eine Anfrage erstellen, weil sie E-Mail eben mehr gewohnt sind. Es ist einfacher für die Kunden, jeder kann E-Mails senden. Der Nachteil ist, dass man eben keine strukturierten Daten hat. Wie jetzt in diesem Beispiel für ein Zahlungsproblem fehlt leider die Transaktionsnummer. Und deswegen muss der Support-Mitarbeiter erstmal zurückgehen und fragen, na, was für eine Transaktion war das denn? Ich kann dir nicht helfen, wenn du sagst, du hast ein Zahlungsproblem. Der muss dann wieder warten, bis der Kunde antwortet, meine Transaktionsnummer war folgendes. Und mit dem Hin und Her ist es für den Kunden als auch für die Support-Mitarbeiter einfach eine Zeitverschwendung. Man muss warten, jeder reagiert nicht gleich. Und hier könnte man zum Beispiel eine Regel erstellen, dass wenn die Anfrage erstellt wurde, unter Betreff zum Beispiel Zahlung enthält und die Anfrage durch eine E-Mail erstellt wurde, dann soll bitte sofort eine E-Mail zurückgesendet werden, die nach bestimmten Daten fragt, zum Beispiel die Transaktionsnummer. Das Gute an dieser Aktion E-Mail versenden ist, dass die extrem anpassbar ist. Also man kann zum Beispiel entscheiden, welche Kategorie ein Benutzer der Empfänger sein soll, in diesem Fall der Autor der Anfrage. Man kann aber auch den Inhalt der E-Mail anpassen mit Variablen, dass man sagt, es geht um den Issue oder man packt die Beschreibung nochmal rein, die der Kunde gemacht hat. Und zu guter Letzt kann man auch das Aussehen anpassen, relativ einfach, dass man sagt, man bringt sein eigenes Unternehmensbranding mit rein. Und innerhalb von ein paar Minuten, wenn man das konfigurieren würde, hätte man eine automatische Antwort, die ein paar Informationen, die man eben für die Anfrage braucht, nachfragen könnte. Und damit könnte der Kunde direkt darauf antworten, also vor allem die Kreditkartennummer. Ne? Also damit sieht man schon, dass eben dieser Wartezeitraum, der für die Kunden einfach nur nervig ist und für die Support-Mitarbeiter aufwendig, nicht mehr da wäre. Und damit möchte ich auch schon zur Analyse übergehen, wo man dann eben sagt, was, wenn die Anfrage erstellt wurde, was muss denn der Support-Mitarbeiter dann am Anfang machen? In größeren Organisationen kann es öfters mal sein, dass ein bestimmter Mitarbeiter, der eben Support leistet, für eine bestimmte Kundenorganisation zuständig ist. Und wenn wir jetzt das Kundenorganisationsfeature von Service Desk nutzen, also man kann dort Organisationen erstellen und bestimmte Kundennutzerkonten diesen zuweisen, dann könnte man eine Anfrage erstellen, dass wenn die Anfrage erstellt wird und der Kunde, der die Anfrage erstellt hat,
in einer bestimmten Kundenorganisation ist, wie zum Beispiel Tesla, dann soll ich es dem bestimmten Support-Mitarbeiter zuweisen, der dafür zuständig ist. Und damit kann ich eben aktiv, weil der bekommt dann auch eine E-Mail-Benachrichtigung, ihm sagen, hey, da gibt es eine neue Anfrage. Er muss jetzt das nicht von Hand nachschauen. Und andere müssen sich nicht fragen, ist das vielleicht eine Kundenanfrage, die ich zu machen habe. Dann lasst uns mal anschauen, was man zum Beispiel in der Bearbeitung machen kann. Und bei uns ist es zumindest so, dass die Leute, die Support leisten, die lieben Dokumentation, weil Dokumentation hilft es denen eben, schnell Informationen zu kriegen. Sie müssen nicht nachfragen, vielleicht haben sie dokumentiert, welche Probleme bereits bestehen. Ah, sorry, das ist falsche Folie. Nee. Also es geht darum, dass wenn man dann in Bearbeitung ist, dann möchte man das auch so schnell wie möglich lösen. Und wenn man das dann wirklich machen möchte, dann muss man auch irgendwie messen, wie schnell man ist. Und das kann man mit Hilfe von SLRs lösen. Und nochmal zur Erinnerung, SLRs können sich im Service Desk entweder im Issue anzeigen lassen oder in den Warteschlangen. Und mit SLRs kann man Zeit messen und bestimmen, wann diese gestartet, gestoppt und pausiert werden können. Außerdem kann man mit Kalendern auch einstellen, wann Arbeitszeiten sind oder Urlaub. Ein Beispiel, wie man das nutzen kann, ist zu eskalieren. Und in der Regel ist es wichtig, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Personen involviert in einem Supportfall. Und damit könnte man jetzt eine Regel erstellen, wenn eine Anfrage schon eine Weile in Bearbeitung ist und es eben eine hohe Priorität hat, dann soll der Supportmanager zum Beispiel benachrichtigt werden, dass er sich vielleicht um das Ticket kümmern muss. Man kann aber auch eine Regel erstellen, dass wenn man eben ein hochbeschäftigtes oder ein Service Desk ist mit vielen Tickets, dann kann es auch mal sein, dass ein Ticket vergessen wird zu bearbeiten, weil es halt so viele andere gibt. Und da kann man eine SLA erstellen, die misst, wie viel Zeit diese Anfrage schon im Status in Bearbeitung ist, um dann eine Automatisierung zu erstellen, dass, falls das eben schon eine Weile in Bearbeitung ist, sagen wir ein paar Stunden, und ich selber der Bearbeiter bin, dann soll ein Kommentar erstellt werden. Und dieser Kommentar könnte wie folgt aussehen, dass ich mal den Kunden über den Status informieren sollte, weil eben schon eine bestimmte Zeit verstrichen ist. Wie ihr hier seht, ich erwähne mich hier sogar zweimal, damit ich auf jeden Fall das nicht verpasse. Und wichtig hier auch, dass es ein interner Kommentar ist, weil der Kunde sollte vielleicht diese Nachricht nicht mitkriegen. Also das wäre nur für die Support-Mitarbeiter sichtbar. Manchmal ist es dann auch so, dass man eigentlich die Anfrage lösen könnte, wäre da eben das letzte Informationsteil nicht, das einem fehlt. Und man fragt nach, aber die Kunden antworten leider nie. Ja. Also man wartet quasi vergebens auf eine Anfrage. Auch da kann man wieder eine SLA erstellen. Diesmal quasi misst die Zeit, in der man warten möchte, solange man auf die Antwort des Kunden wartet. Also das zu messen. Und das könnte dann so aussehen, dass wenn die Zeit der SLA abgelaufen ist, dann soll man einfach nochmal einen Kommentar für den Kunden erstellen oder man schickt wie vorher eine E-Mail oder irgendwas anderes, um den einfach dran zu erinnern. Und damit möchte ich auch schon zur Lösung in der Lösungsphase zu einem Ticket übergehen. Und dann in der Regel, wenn der Mitarbeiter denkt, das wäre gelöst, dann fragt er beim Kunden nach, ob das auch wirklich der Fall ist. Wie auch schon vorher, kann es jetzt aber sein, dass man einfach, wenn das Ticket gelöst ist und das für einen funktioniert, dann antwortet man da nicht drauf. Warum sollte man als Kunde auch? Für den Mitarbeiter im Support ist das jetzt leider ein bisschen blöd, weil das Ticket hängt immer noch auf, ich warte auf den Kunden, also im Status gelöst diesmal, aber eigentlich möchte man diese Rückbestätigung haben und man muss die alle dann manuell schließen. Wenn man jetzt da auch eine SLA macht und sagt, ich warte eben jetzt im Status gelöst und dann kann man noch filtern, um zu sagen, es soll schon lange keine Aktivität mehr auf der Anfrage gewesen sein, also niemand hat kommentiert oder irgendwas gemacht, dann soll die Anfrage automatisch abgeschlossen werden. Und damit hat man eben diese Leichen, die dann irgendwo rumliegen, die werden dann automatisch aufgeräumt. Nach diesen Beispielen möchte ich ja schon zum Zusammenspiel mit Jira Software übergehen. Und in diesem konkreten Fall dann auch, wenn man Software-Support für jemanden leistet.
Und diesmal sieht es so aus, dass man Kunden hat. Und dann gibt es wieder Support-Mitarbeiter, die dann in Jira Service Desk arbeiten. Und es gibt die Softwareentwickler, die in Jira Software arbeiten. Den Anfrage-Workflow, den lassen wir gleich, zur Einfachheit halber. Und dann lass uns wieder mit der Erstellung anfangen. Software hat Bugs. Ich glaube, jeder weiß das und leider kann man das nicht vermeiden. Die Frage ist, wenn man in so einem Support arbeitet, wie es jetzt auch Atlassian tut, wie wird man hart der Lage und wie behält man den Überblick über bekannte Bugs? Man könnte da jetzt zum Beispiel eine Regel erstellen, dass wenn eine Anfrage erstellt wird und diese einen bestimmten Fehlercode beinhaltet in der Beschreibung oder der Zusammenfassung, dann soll diese Anfrage mit einem bestimmten existierenden Bug verlinkt werden, wenn man den schon kennt. Das ist zum einen gut für die Kunden, weil die dann direkt darüber informieren kann, zum Beispiel auch zusätzlichen Kommentar erstellen. Das ist gut für die Support-Mitarbeiter, weil sie müssen dann nicht nachforschen, was ist das für ein Problem. Und das ist auch gut für die Softwareentwickler, denn die können jetzt sehen, wie viele Anfragen werden denn für diesen Bug gestellt. Ja, ist das ein häufiger Bug oder nicht? Und damit kann man diese Editiere-Issue-Aktion benutzen. Und da kann man dann zum Beispiel angeben, was für eine Verknüpfung soll es denn sein. In dem Fall eine wurde verursacht von. Man kann dann den Bug auswählen und so weiter. Wenn die Anfrage dann erstellt wurde und man ist dann in der Analyse-Anfrage, dann werden in so einem Service-Desk können auch Tickets erstellt werden, die eigentlich gar nichts mit dem Support zu tun haben. Zum Beispiel, wenn neue Feature-Anfragen kommen, eigentlich ist der Product Owner für sowas zuständig. In dem Fall könnte man dann zum Beispiel sagen, wenn eine Anfrage erstellt wird und diese vom Typ Feature-Anfrage ist, dann soll man es direkt dem Product Owner zuweisen. Und damit entlastet man das komplette Support-Team, weil die sich eben nicht erstmal drum kümmern müssen und es nicht von Hand dem Product Owner zuweisen. Falls wir dann doch in Bearbeitung sind, dann kommen wir jetzt auch zu dem Dokumentations-Case, den ich vorher schon erwähnt habe. Also wie gesagt, wenn man in so einem Support ist und man hat eben viel Dokumentation, dann lohnt es sich auch, diese heranzuziehen, um eben schneller eine Lösung parat zu haben. Das Problem ist jetzt, wie man auch bei Atlassian ist, so eine Wissensbasis bei uns zwischen Confluence und anderen Systemen, die kann halt mal richtig groß werden. Und irgendwann ist es so groß, dass man die Lösung vor lauter anderen Dokumenten nicht mehr findet. Wenn jetzt eine Anfrage zum Beispiel über das Kundenportal erstellt wurde, wo man strukturierte Daten hat, dann kann man zum Beispiel eine Regel wie hier erstellen, dass wenn eine bestimmte Version angegeben wird in der Anfrage, dann soll man die Dokumentation direkt verlinken als interner Kommentar. Somit kann der Support-Mitarbeiter dann direkt auf diesen Link gehen oder man kann es auch natürlich anders kategorisieren. Man könnte jetzt auch hier einen Filter mit einer Beschreibung haben. Ich glaube, das Ziel ist klar, ich möchte dem Mitarbeiter, der das bearbeitet, passende Informationen bereitstellen, dass er sie nicht immer wieder selber suchen muss. Falls ein Support-Mitarbeiter dann die Anfrage nicht alleine lösen kann, tut das in diesem Fall direkt an die Entwicklung eskalieren. Und damit kann man zum Beispiel eine Regel erstellen, dass wenn sich ein Issue, man stellt dann einen Workflow, wo es einen Status gibt, an Entwicklung eskaliert. Und wenn man in diesen Status wechselt, dann soll automatisch an einen entsprechenden Entwickler, der gerade Rufbereitschaft hat, der Issue überführt werden. Und damit wäre dann eher an der Rolle, das Ticket zu bearbeiten. Das Problem in so einem Use Case ist, dass der Support-Mitarbeiter dann immer noch teilweise die Kommunikation als Mittelmann übertragen muss, weil der Entwickler vielleicht nicht benachrichtigt wird. Aber eigentlich wäre es ja viel schöner, wenn er das nicht machen müsste, ja, weil er eh schon genug Arbeit hat. In so einem Fall kann man dann die Regel erstellen, dass wenn ein Kommentar erstellt wurde und dieser von einem Kunden ist und der Issue im Status Anentwicklung eskaliert, dann soll noch zusätzlich ein interner Kommentar erstellt werden, der den Entwickler erwähnt nochmal. Also dann kriegt er auf jeden Fall eine Benachrichtigung. Und auch in so einer Phase, wo der Entwickler am Zug ist, ist es für ihn auch wichtig, SLAs im Kopf zu behalten. Also ist es vielleicht auch hier wichtig, weil er sich ja nicht immer im Service Desk aufhält, ihm vielleicht nochmal eine E-Mail zu senden oder einen Kommentar und zu sagen, hey, eigentlich sind unsere internen Regeln, dass jetzt in 4 Stunden das Ticket gelöst sein sollte. Es ist immer noch nichts passiert. Vielleicht sollte ich mal was machen.
Und zu guter Letzt, falls ein Ticket dann wirklich kurz vor der Lösung ist, dann ist es so, dass für bestimmte Bugs zig Anfragen haben erstellt werden können. Ja. Und jetzt, wenn der Softwareentwickler die Jira-Software-Anfrage schließt, dann müsste ich jetzt als Support-Mitarbeiter hingehen und alle Anfragen, die dazu erstellt wurden, manuell schließen. Man kann jetzt hier aber auch sagen, dass wenn ein verlinkter Issue zu einer Anfrage, wenn mit dem was passiert, in diesem Fall wurde der Status auf gelöst geändert, dann soll man auch die Anfrage schließen und vielleicht nochmal einen Kommentar an den Kunden geben, dass wir glauben, dass die Anfrage geschlossen ist. Und damit schlägt man halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen räumt man diese Anfragen eben auf, die durch den Bug erzeugt wurden. Zum anderen lässt man aber auch alle Kunden gleichzeitig wissen, dass es jetzt wirklich gelöst sein sollte und dass sie eben eine Rückantwort geben sollen. Und damit möchte ich auch schon zu den internen IT-Teams gehen. In diesem Fall sieht ein Team ein bisschen anders aus, wenn man jetzt nicht mehr mit externen Kunden redet unbedingt, sondern in den internen IT-Teams, da hat man die Helden, die sich tagtäglich darum kümmern, dass alles läuft, so wie der Kollege, die sich jetzt darum kümmert, dass mit mir alles läuft mit Mikrofon. Und manchmal ist auch noch ein Manager da, ja, der irgendwelche Anfragen genehmigen muss, zum Thema Hardwarebestellung oder was auch immer. Und dann lasst uns auch hier anschauen, was bei der Erstellung, was man da automatisieren kann. Und dazu möchte ich diesmal ein echtes Beispiel, das wir bei Atlassian haben, verwenden. Und zwar gibt es Mitarbeiter, die folgende Anfrage erstellen, dass sie Hilfe brauchen, um Duo zu konfigurieren. Und Duo ist das Produkt, das wir benutzen, um Zwei-Faktor-Authentifizierung zu machen. Da kann man Push-Nachrichten aufs Handy kriegen, was auch immer. Aber manchmal geht das halt nicht. Und eigentlich hätte der Mitarbeiter das Ticket gar nicht erstellen müssen, weil bei uns gibt es eine Confluence-Seite, da steht eigentlich das meiste drin, wie man die Fehler beheben kann. Und selbst wenn er das im Confluence nicht findet, weil es bei uns ziemlich groß ist, dann gibt es in unserem Kundenportal gibt's auch genug Stellen, wo er es hätte sehen können. Aber nichtsdestotrotz finden das halt nicht alle und deswegen erstellen halt trotzdem manche die Anfragen an unsere interne IT-Abteilung. Dafür kam jetzt, und die gibt es bei uns wirklich, die Regel, hat die IT-Abteilung eine erstellt, die sagt, wenn eine Anfrage erstellt wurde und die Zusammenfassung Duo enthält, dann soll ein Kommentar erstellt werden, der diesen Confluence-Artikel einfach nochmal verlinkt. Und der Kommentar sieht dann so aus, dass man sagt, hey, du hast ein Duo-Problem, wir haben da diesen Artikel, schauen dir doch an, vielleicht kann ich dir selber helfen. Und falls du das nicht lösen kannst, dann kümmern wir uns aber trotzdem drum. Also es soll ein bisschen freundlich sein, motivierend, dass er das auch macht, weil er soll sich ja nicht alleine gelassen fühlen. 20% der Anfragen werden mit Hilfe von dem Artikel gelöst. Ja. Also der Support-Mitarbeiter muss nicht mehr auf das Ticket eigentlich schauen. Und das zählt jetzt nicht mal mit, die Mitarbeiter, die den Confluence-Artikel schon vorher gesehen haben und keine Anfrage erstellt. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn man das mit den häufigsten anderen Anfragen macht, wie Drucker einrichten, die typischen Probleme, die jedes Unternehmen hat, einfach einen kleinen Confluence-Artikel und dann das verlinken, dann spart man sich halt doch eine Menge Zeit, ja, mit der man andere Sachen machen kann. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dass sich die Kunden selber helfen können, dann kommen wir halt auch wieder, wie vorher schon, zur Analysephase. Und in diesem Fall gibt es zwei Themen. Das eine, das Setzen der Priorität und die Benachrichtigung in Störfällen, die man auch damit umsetzen könnte. Wie vielleicht viele wissen, neigen die Hilfesuchenden dazu, eine Priorität anzugeben, die vielleicht nicht ganz mit der Anfrage stimmt, ja. Also ich muss nicht zwangsweise rausgeklingelt werden oder sonst was machen, nur weil jemand in 6 Monaten einen neuen Laptop will. Deswegen gehen viele dazu, dass sie nicht eine Priorität setzen lassen, sondern dass man mehr Informationen sammelt. Und das kann man halt in so einer Maske auch tun und dann könnte man zum Beispiel sagen, ist das ein Systemausfall, geht Jira zum Beispiel nicht mehr, dann wäre die Priorität hoch oder sowas. Und wenn man dann die richtigen Informationen hier sammelt, dann könnte man eine Automatisierung machen, die, wenn eine Anfrage erstellt wird, mit einem JQL-Ausdruck, in diesem Fall ist Jira ausgefallen, eine Aktion draufsetzt und zum Beispiel die Priorität Blocker, also die höchste Priorität in diesem Projekt, das jetzt da als Beispiel ist. Und damit kann das Support-Team dann wirklich was anfangen, weil wenn ich die Priorität vom Kunden setzen lasse, dann muss ich eigentlich immer noch mal draufschauen, muss sagen, ist es das wirklich für uns? Was sind unsere internen Richtlinien, was wir als Priorität sehen? Wo muss ich mich erst drum kümmern?
Und wenn ich dann so ein Problem habe, wie jetzt das hier, dann kann ich sagen, mit einer zweiten Regel, wenn vielleicht auch automatisch der Status geändert wird und diese Anfrage ist jetzt analysiert und die hat eine Priorität Blocker, dann kann ich mit Hilfe von Webhooks, wo ich dann später drauf eingehe, ein Fremdsystem ansteuern. Und zum Beispiel jetzt OpsGenie, wo dann einfach die Mitarbeiter benachrichtigt mit einem SMS oder einem Anruf und sagen, hey, ein System ist ausgefallen, deine Mitarbeiter warten oder deine Kunden. Wenn dann das Ticket in Bearbeitung ist, dann gibt es natürlich auch hier wieder mehrere Themen, wo man automatisieren kann. Ich habe mal drei Beispiele rausgesucht. Das eine sind, man kann sich mit Automatisierung benutzerdefinierte Abkürzungen umsetzen. Man kann automatisch genehmigen, wenn man das Genehmigungsfeature benutzt von Service Desk. Oder man kann mehr Kontext bereitstellen auf einem Issue. Wenn wir zu benutzerdefinierte Abkürzungen schauen, dann kann es oftmals so sein, dass Mitarbeiter immer wieder die gleichen Antworten schreiben, überall. Und manche speichern die in Confluence, manche speichern die in Notizprogrammen, manche in Office, wo auch immer. Aber eigentlich ist es doch schade, dass es eben nicht im Produkt selber gespeichert wird und dann auch für andere verwendbar ist. Und man kann jetzt hier eine Regel erstellen, die prüft, wenn ein Kommentar erstellt wird und dessen interner Kommentar ist mit einer bestimmten Zeichenfolge, wie jetzt hier zum Beispiel Knowledge Bias Duo, dann soll der Kommentar von vorher zum Beispiel automatisch erstellt werden. Und somit kann, wenn es jetzt nicht automatisch kategorisiert wird, kann man doch für bestimmte Probleme einfach sagen, okay, ich muss nicht immer wieder diese Textbausteine raussuchen. Das kann ich auch mit irgendwelchen Abkürzungen machen. Und ich muss jetzt hier auch keinen Kommentar erstellen. Ich könnte hier alle möglichen Aktionen ausführen. Ja? Also ich kann auch hier quasi Makros skripten, die dann Sachen machen. Der zweite Punkt in diesem Fall wäre, wenn die Leute Sachen bestellen, dass die genehmigt werden müssen. In der Regel, also so typische Fälle im Change Management sind eben Deployments, Hardware, Softwarebestellungen, wann soll Maintenance durchgeführt werden, Upgrades, was auch immer. In diesem Beispiel wäre das jetzt so, dass ein Mitarbeiter sagt, er braucht eine neue EC2-Instanz auf AWS, also quasi eine Virtual Machine. Und jetzt kann es sein in den Unternehmensrichtlinien, dass es heißt, wenn ich so eine Instanz bestelle und die kostet über 1000 Euro im Jahr, dann muss ich es genehmigen, ansonsten eigentlich nicht. Ja. Und die Manager fragen sich dann, warum soll ich was genehmigen, das 10 Euro kostet? Das interessiert mich nicht, ich möchte einfach, dass es bestellt wird, um das zu beschleunigen. Das Gute ist, wenn man jetzt das Genehmigungsfeature von Service Desk verwendet, dann gibt es Bausteine für Automatisierung, die man dafür einsetzen kann. Das eine wäre eine Auslöser, wenn man eine Genehmigung erforderlich ist und eine Aktion, die automatisch genehmigt. Und dann kann man sich eine Regel erstellen, die, falls die Genehmigung erforderlich ist und jemand eben so eine EC2-Instanz haben möchte, diese aber klein ist, dann soll das einfach automatisch genehmigt werden. Und damit hat der Genehmiger selbst kein Problem, aber man hat trotzdem noch diese Verfolgung, wer was bestellt hat. Weil ohne Tickets geht es dann halt meistens doch nicht. Man könnte diese auch anpassen, wenn man den Filter austauscht, zu sagen, wenn es ein Urlaubsantrag ist und der Urlaub mal einen Tag, dann soll auch automatisch genehmigt werden. Klar müssen wir jetzt noch eine Sicherheit einbauen, dass man jetzt nicht immer einen Tagesanträge stellt für 5 Monate, das ist schon klar. Aber ich will nur noch mal verdeutlichen, dass es nichts unbedingt mit Software zu tun hat, für was diese Beispiele möglich sind. Ja. Also es ist einfach, wo man sich überlegen kann, wie sind bei uns die Prozesse zum Genehmigen zum Beispiel und wie kann ich es dann automatisch hinkriegen, dass es funktioniert oder nicht. Nimm mal an, da wird so eine Anfrage erstellt, dann stellt sich ja oft die Frage für jemanden, der jetzt nicht so oft mit den Prozessen vertraut ist, wie muss ich das jetzt bearbeiten? Und zum Kontext bereitstellen gibt es 2 Punkte, den Genehmiger-Kontext, auf den ich mitgehen möchte. Und da kann man es zum Beispiel annehmen, dass wenn ich jetzt ein neuer Manager bin in einem Unternehmen und einer meiner Mitarbeiter bestellt einen Laptop, dann muss ich ja schauen, was die Richtlinien sind, ob der jetzt diesen Laptop bekommt, was sind so die Einschränkungen, wie lange muss er seinen alten gehabt haben. Und da wäre so ein Link zu diesen Richtlinien ganz nützlich, weil ich musste den nicht auch fragen oder nicht raussuchen. Das zweite ist, wenn eben so ein Ticket erstellt wird, dann ist die Frage, ja, was hat denn der Mitarbeiter schon? Wenn er sich zum Beispiel einen Monitor bestellt, vielleicht hat er schon 4. Weiß ich ja nicht, ja. Der muss, entweder ich gehe zu ihm hin, aber vielleicht hat er sie unter dem Schreibtisch versteckt, keine Ahnung.
Beim Genehmigerkontext kann man sowas machen, wie wenn eben eine Genehmigung erforderlich ist und es eine Hardwarebestellung ist, dann einfach mal pauschal die Richtlinien rein kommentieren. Ob ich die dann brauche oder nicht, spielt ja keine Rolle, interessiert ja niemand, aber falls sie der Mitarbeiter braucht, weil er es nicht weiß, dann hat er die Information schnell und verschwendet keine Zeit. Beim anderen kann man so ähnlich vorgehen, dass wenn auch hier eine Genehmigung erforderlich ist und der zum Beispiel, er braucht jetzt Hilfe, weil irgendwas von ihm nicht funktioniert, dann könnte ich jetzt hier mit Webhooks ein Fremdsystem ansprechen, das dann zurück in Jira kommentiert und sagt, das ist die Hardware, die der hat. Das ist zum Beispiel ein MacBook von vor 4 Jahren oder das ist eins vor 2 Jahren, das ist dieser Monitor oder jener. Und wenn man dann eben weiß, dann kann man dann schneller rausfinden, was er hat und wie man ihm helfen muss. Und zu guter Letzt auch hier zur Lösung, dass man da ein bisschen optimieren kann. Oftmals, wie auch schon vorher im Beispiel, löst ein Support-Mitarbeiter das Problem und er glaubt, es ist gelöst, aber der Kunde kommt zurück. Ich glaube, das können wir auch alle von bestimmten Beispielen mit Telekommunikationsfirmen, was auch immer, und sagt dann, nee, also so nicht, ja. Das Problem besteht wie vorher. Und genau aus diesem Grund, um das zu unterscheiden, wann der Mitarbeiter denkt, ein Ticket ist gelöst und es ist wirklich gelöst, setzen Unternehmen oft 2 Status ein, ja. Und dann ist die Frage, wenn es jetzt mal in diesem einen Status ist, wo der Support-Mitarbeiter denkt, ja, das ist gelöst, wie kriegt jetzt der Kunde das hin, einfach zu sagen, ich möchte, dass das Ticket wieder geöffnet wird? Und da kann man sich zum Beispiel Kommentaren bedienen, dass man sagt, wenn jetzt ein Kommentar auf einem gelösten Ticket erstellt wird und es von einem Kunden erstellt, dieser Kommentar erstellt wurde, dann soll das Ticket einfach wieder geöffnet werden. Was hier jetzt an dieser Regel zu beachten ist, ist dieses Comment as Primary Action, dieser Filter. Den habe ich mit halb verbrochen und der Grund ist dafür, ist es schwierig für das Service Desk zu wissen, was war jetzt der Grund, dass dieser Kommentar erstellt wurde. Und wenn man das nicht mit einbaut, kann es sein, dass man das Ticket in gelöst setzt und wenn man dann einen Kommentar dazu schreibt in der gleichen Maske, dann kann es sein, dass das Ticket wieder geöffnet wird. Und um das zu verhindern, haben wir diese Bedingung eingeführt. Und damit bin ich jetzt auch schon am Schluss von diesen ganzen Beispielregeln, die ich euch mitteilen wollte. Aber es gibt da noch ein Feature, was wir jetzt eben schon ein paar Mal gesehen haben und was noch nicht vorgestellt wird. Und ich habe vorher schon gesagt, ich werde da wahrscheinlich ein bisschen schneller drüber gehen. Und das sind Webhooks. Bisher wurde man auch relativ an der Hand geführt. Es gibt eine bestimmte Anzahl Sachen, die man machen kann. Und mit Webhooks ist man jetzt aber ziemlich vogelfrei, was man machen möchte, ja. Man kann eigentlich so ziemlich alles damit machen. Und es wird leider auch ein bisschen technischer. Aber nicht zu viel. Aber ihr kriegt das irgendwie schon hin, ja. Und wenn es selbst wenn ihr es nicht hinkriegt, dann macht euch keine Sorgen. Bestimmt könnt euch Cybert helfen oder die Community oder andere Beispiele. Und dann, also die Frage ist, die ich jetzt wahrscheinlich stellt, was sind eigentlich Webhooks? Aus Service Desk Sicht ist eigentlich nichts anderes als eine Aktion, die eine HTTP-Anfrage an einen Fremdserver durchführt. Und mit dieser Anfrage kann man jetzt eben bestimmte Dinge machen. Man könnte zum Beispiel, wie auch schon vorher ein Beispiel, an OpsGenie eine Anfrage stellen, dass die ein Mitarbeiter aus dem Bett klingeln soll. Ich könnte aber auch zu Amazon eine Anfrage machen, dass die was deployen soll. Ich könnte Twilio ist ein Service, der verschickt SMS. Ich könnte aber auch so Dinge intern machen, wie ich könnte einfach was drucken lassen. Oder ich kann mir einen Kaffee bestellen irgendwo. Also an sich gibt es da eben keine Grenzen, die man sich da setzen muss. Und ein Webhook selbst besteht eigentlich aus 2 Komponenten. Das eine die Automatisierungsregel, wie vorher schon angeführt, wo eben dieser Webhook konfiguriert ist. Und zum anderen der Webserver, den die Automatisierungsregel aufsucht oder aufruft, um dann zum Beispiel irgendeine Aktion durchzuführen. Welchen Webserver ihr benutzt, ist Service Desk völlig egal. Solange es auf Port 80 oder 443 geht, solange es die Anfrage versteht, ist allen euch überlassen, was ihr da machen wollt. Wenn ihr jetzt also diese, was immer die Aktion durchführen soll, auf dem Webserver konfiguriert habt, dann wird es Zeit, das in Service Desk zu automatisieren. Und das findet man auch, wie schon vorher, in diesem Konfigurationsmenü. Und zwar hier bei den Aktionen. Und die Konfiguration von dem Webhook sieht dann wie folgt aus. Man hat diese Maske,
Und zuallererst muss man dann die URL angeben, die der Webserver hat, dass der die Aktion ausführt. Und die muss natürlich von Service Desk aus erreichbar sein, also mit Firewalls etc. pp. Dann kann ich noch zusätzlich die Header angeben, die im HTTP-Request sind, die ich vielleicht intern für Kompatibilität brauche oder Authentifizierung. Und zu guter Letzt kann ich noch angeben, ob zusätzlich nur zur Anfrage ich auch noch Informationen mitschicken soll über den Issue. Und diese Informationen sehen dann eben wie folgt aus. Ich weiß nicht, man muss jetzt nicht alles sehen da drauf, aber es ist quasi ein bestimmtes JSON-Format, also was Technisches. Und das hat dann Informationen über den Issue und auch den Zeitpunkt und auch über die Issue-Felder. Und wie jetzt überall in Jira gibt es natürlich ein Berechtigungskonzept, dass vielleicht nicht alle Mitarbeiter alle Felder sehen dürfen. Und jetzt könnte es eben sein, dass in diesem technischen Dokument, was halt mitgeschickt wird, nicht alle Felder drin sind, die man eigentlich bräuchte. Wenn das der Fall wäre, dann müssten wir eben die Benutzer, die diese Automatisierung ausführen, ändern. Also falls ihr das jemals macht, vielleicht, und da fehlen Felder, dann ist ein Berechtigungsproblem. Es stellt sich wahrscheinlich Leute die Frage, kann man das irgendwo konfigurieren? Und die Antwort ist nein. In Webhooks kann man nichts konfigurieren, das soll einfach und statisch sein. Dann ist auch die Frage, wenn ich jetzt die Aktion mehrmals ausführen will, dann muss ich das ja immer wieder konfigurieren. Und leider ist es so. Und auch für Sachen, die dann geteilt werden wollen mit anderen Teams oder anderen Unternehmen, vielleicht möchten wir das auch kommerziell verkaufen, dann wäre es ja eigentlich geschickter, wenn meine SMS versenden würde, anstatt sowas, so eine Maske zu haben, wo ich eben den Text von der SMS reinpacken kann oder den Empfänger. Wenn ihr solche Dinge machen wollt, dann müsst ihr eigentlich für Server ein Plugin schreiben. Oder ihr geht auf den Marketplace und guckt, ob das irgendjemand schon gemacht hat und müsst euch halt ein Plugin kaufen. Wenn ihr Cloud-Produkte benutzt, dann könnt ihr Atlassian Connect verwenden. Das ist quasi das Plugin-System von Cloud. Falls euch so Themen noch mehr interessieren, dann gab es mal einen Vortrag von einem früheren Produktmanager von Service Desk. Und den findet ihr auf YouTube. Der spricht nochmal über APIs und Service Desk Erweiterbarkeiten. Der war früher fürs Ökosystem in Service Desk zuständig. Oder ihr schaut aber auf developer.atlassian.com und könnt euch da noch weitere Guides, was weiß ich, was holen. Also ich glaube, man hat mittlerweile gesehen, dass das Automatisierungsfeature ziemlich anpassbar ist. Und dass man auch Dinge machen kann, wo man einfach viel Zeit händisch verschwendet. Und wenn ihr ein Teil von den 50% seid, die es eben noch nicht benutzen, dann hoffe ich, dass ich euch eine Inspiration geben konnte, dass es vielleicht in Zukunft nutzt. Denn es gibt euch wirklich Chancen, das Produkt optimaler zu nutzen, als es aktuell tut. Und egal, ob ihr einer von den 50% seid oder nicht, ja, ich bitte euch das nächste Mal, bevor ihr an Service Desk geht, überlegt euch, was man Cooles automatisieren könnte. Was wird euch jeden Tag helfen? Und dann geht da rein in Service Desk und geht in das Automatisierungsfeature und probiert das mal aus. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, mir sonst irgendwas zu Atlassian fragen wollt, über mich oder was, egal auch was immer, dann haben wir jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit und sonst bin ich auch noch den ganzen Tag da. Dankeschön. Vielen Dank, Dominik. Ja, gerne. Das war ein sehr inspirierender Vortrag. Ich bin eigentlich per Du mit den Automatisierungen, ja. Aber ich konnte noch wirklich ganz viel mitnehmen, ja. Und ich vermute die Leute auch, die hier sind. Und wer direkt Fragen zum Vortrag hat, kann das Mikro übernehmen von Tao. Da hinten, glaube ich. Genau. Hallo Dominik, vielen Dank für den Vortrag. Automatisierungen sind super cool. Was kann man machen mit E-Mails? Weil natürlich E-Mails sind viele, die reinkommen. Ich weiß, viel geht. Magst du da noch ein paar Worte zu sagen? Ja, also bei Server weiß ich es nicht. Also ich bin jetzt tatsächlich halt seit 2 Jahren im Cloud-Umfeld nur tätig. Man kann eigentlich alle, also es gibt so ein Standard-Set an E-Mails, die da sind in Service Desk und die sind meistens auf Issue-Aktualisierung, Bilderstellung, Aktualisierung, Kommentare etc. Man kann dann eben, also das Aussehen verändern mit einem HTML-Template. Ja. Also da muss man auch wieder ein bisschen technischer werden. Oder ging es darauf? Oder?
Ich meinte eher nicht E-Mails, die du rausschickst, sondern wie weit seid ihr in der, sind wir in der Lage, E-Mails, die reinkommen, logisch zu strukturieren, Dinge da rauszulesen und auch aus komplexen E-Mails, also gerade verkettete E-Mails mit vielen Leuten auf der E-Mail, damit zu arbeiten? So, ja, ist jetzt nicht ganz das Thema von Automatisierung, aber ja. Also Jira erkennt quasi in einem Antwortflow, ob es eine existierende Anfrage ist oder nicht und würde dann Kommentare erstellen. Und wenn man dann zum Beispiel eine bestimmte Berechtigung setzt, dann ist es auch möglich, dass Leute, die in Kopie draufstehen, auch als Beteiligte von der Anfrage erstellt werden. Jetzt automatisiert da andere Fälle, also in der Regel wird eine E-Mail geparst, wenn jetzt eine neue Anfrage erstellt wird, an der Betreff der E-Mail wird die Zusammenfassung und der Inhalt der E-Mail wird die Beschreibung von der Anfrage. Und dann werden die Anhänge noch angehängt. Ja, tatsächlich kann ich noch ergänzen, wenn man da wirklich tiefer reingehen will, braucht man eigentlich nochmal was vom Marketplace, sei es Yeti, JTMH oder ähnliche Sachen, die wirklich in das Parsing reingehen können von der E-Mail. Das ist im Standard einfach noch nicht drin. Da ist was auf dem Marketplace verfügbar. Ja, da. Ja, in eine ähnliche Richtung wollte ich eine Frage stellen. Du hast Beispiele gebracht zu Notifications mit Ad-Mentions vor allem. Ja. Jetzt ist Atlassian in den letzten Jahren ja auch ein bisschen gewachsen und ich vermute, dass so eine Ad-Mention auch nicht dann immer an der richtigen Stelle ankommt. Du hast zum Beispiel gesagt, Entwickler, der gerade Rufbereitschaft hat, der wird dann per Ad-Mention gemenschent. Wie macht ihr zum Beispiel das Mapping, dass ihr wisst, wer gerade Rufbereitschaft hat und auch genau diesen Entwickler mentioned? Oder wie geht man dann eigentlich mit einem Team um, dass die Notification dann eigentlich dynamisch braucht? Bei uns ist dieser Workflow tatsächlich ein bisschen anders. Also Rufbereitschaften bilden wir ab in Fremdsystemen und wir hatten da lange PagerDuty und jetzt haben wir eben OpsGenie letztes Jahr gekauft. All unsere Rufbereitschaften sind da in Kalendern aufgeteilt und dort werden die Leute auch gepinkt. Und dann haben wir ein Plugin geschrieben für früher Stride, jetzt Slack, das quasi diese Kalender aufruft und dann gibt es das eben in Slack. Also bei uns wird sowas nicht in Jira abgebildet. Das heißt, in allen Slack-Channels bei uns gibt es eine Disturbed-Role und die wird automatisch geändert. Tatsächlich ist das bei uns jetzt nicht so. Und dann haben wir auch spezielle Channels, zum Beispiel für Jira Service, das Cloud. Wenn der Support-Mitarbeiter das eskalieren will an den Entwickler, dann geht der in diesen Channel rein und verlinkt das Ticket. Hängt aber auch damit bei uns zusammen, dass wir so groß sind, dass die Entwickler nicht auf den Support-Tickets offiziell kommentieren sollen. Also schon allein, weil man nicht das Wording hat, nicht die... Ja, manche Entwickler sind genervt, nicht so, ja, meins wäre es auch nicht. Ich hoffe, ich konnte helfen, oder war. Also es ist tatsächlich die Frage, wie das zu verwalten, weil theoretisch, also in meinem Beispiel ist das Problem, wenn jetzt dieser Entwickler wöchentlich wechselt, dann müsste man diese Regel wöchentlich ändern. Also das ist das Problem von dieser Regel. Es geht bei uns in dem Kontext einfach eher so um Notifications, die ja im Jira erstmal als Subscription einerseits möglich sind auf einen Filter, ja. Aber in so einem Service Desk hat man ja Queues und dann unterschiedliche Leute, die irgendwie Queues bedienen, die vielleicht auch nicht immer 100% ihrer Zeit dann am System sitzen und da für eine Notification zu haben, die gestaltet sich schwierig, wenn man nicht nur einen Ad-Menschen an eine einzelne Person eben rausgeben kann. Und da war die Frage, ob man dafür dann OpsGenie dann anbindet. Weiß ich nicht. Ja, ich sag mal, in diesem Beispiel war das Hauptproblem, dass normalerweise, dass wenn man an einem Issue interessiert ist, dann wird man Watch setzen, ja, dann wird mir aber alles benachrichtigt. In diesem Beispiel aber, wo der Entwickler zugeteilt wird, dann kriegt er nicht automatisch Folgebenachrichtigungen. Und deswegen war dieses Beispiel. Es ist tatsächlich aber so, wie benachrichtigen wir da alle? Also, das kommt auf den Nutzer, auf den Anwendungsfall drauf an. Sonst noch Fragen? Ich hätte auch noch eine. Ja. Genau, du hast gezeigt, was sicher sehr interessant ist, dass man bei Verlinkung, also zum Beispiel auf einen Bug verweist, bei allen Support-Anfragen, die reinkommt und dann eine Automatisierungsregel macht, um dann, wenn der Bug geschlossen wird, dann eben die 100 Support-Anfragen, die dazu da waren, dann automatisch mit dem Kommentar zu schließen. Macht ihr das tatsächlich so, dass ihr da für sowas dann strukturiert so eine Regel erstellt? Das ist ja dann eine Regel, oder habe ich es falsch verstanden, pro Bug, oder ist das generischer? Oder gibt es da irgendeine Ad-Hoc-Lösung,
also etwas Schnelleres als quasi eine Regel einrichten, um dieses Ticket zu schließen? Oder wie, also funktioniert das mehr aus einem Ad-Hoc-Prozess heraus auch? Ich meine, wenn man so eine Regel nicht erstellt hatte, dann könnte man über die Suchfunktion quasi suchen, welche Tickets sind mit diesem Issue verlinkt, und man könnte dann über eine Bulk-Funktion eine Bulk-Änderung alle schließen. Jetzt bei uns, wieder bei Atlassian, ist der Prozess wieder anders. Wir haben getrennte Projekte für bestimmte Support-Kategorien und wir haben unseren Bug-Tracker jira.atlassian.com. Also da sind wirklich alle Bugs drin, die es so verzeichnet gibt. Wenn jetzt ein neuer Support-Fall rauskommt, dann schauen die Support-Mitarbeiter tatsächlich, weil es selten einen Fehlercode gibt bei uns, ja, der eben prägnant genug wäre, die schauen dann, ob es das Problem gibt und verlinken diese dann aber tatsächlich. Also man sieht dann, die Felder sind aber nicht öffentlich, aber intern sieht man, welcher Bug wie viele Anfragen hat. Und bei uns ist es dann auch so, wenn es viele Anfragen in einem bestimmten Zeitraum gibt, dann wird dann aber auf diesem Jira-Projekt automatisch die Priorität hochgesetzt. Also wenn ihr eine Anfrage seht, die im Status gering ist und die jetzt, ihr denkt, das blockiert mich, aber dieses gering ist nur, weil es nicht so viele Kunden betrifft. Weil wir dann halt wieder abkategorisieren müssen, es betrifft vielleicht einen ganz schlimm und dann kann es sein, dass man das auch macht, aber wir haben halt auch noch 150.000 andere Kunden oder so und die betrifft der Bug nicht, also ist es für uns als Firma nicht so dringend in dem Fall. Bringt uns in die Nähe von einer Frage, die ich habe, so in Richtung Good Practices. Also wie entscheide ich vielleicht initial, was backe ich in den Workflows oder in alle möglichen Schemes selbst und was backe ich in die Projektautomatisierung? Ich würde dazu tendieren, erst einmal vielleicht gar nichts reinzupacken tendenziell. Weil das sind schon unterschiedliche Typen von Usern. Also die einen, die letztendlich den eigentlichen Business-Prozess designen, der wird vielleicht auch evolviert und dann so, wie soll ich sagen, fähige Super-User, die da klicken können. Und da entsteht ja über die Zeit möglicherweise, wenn jemand mit Expertise draufschaut, ziemlicher unmanagebarer Unsinn, sag ich mal. Also wie sorgt man dafür Hygiene über die Zeit? Also ich kenne das jetzt nicht von groß, also ich kenne andere Projekte, also tatsächlich mit so Automatisierungsregeln muss man aufpassen, das gleiche wie wenn man dann eben Workflows designt mit den Post-Functions und so weiter. Ich habe Kundenprojekte gesehen, also ich habe jetzt immer diese drei Blöcke abgebildet, das war einer, ne? Und dann kann man aber sagen, if else, if else, if else, ja. Einer hatte über 200 von denen, ja. So, was jetzt den Leuten nicht bewusst ist, wenn ich das so exzessiv nutze, und in Cloud unterbinden wir sowas mittlerweile, also da kommt eine Warnung und dann wird gesagt, es geht nicht mehr. Und das Problem ist, dass bei jeder Änderung von so einem Issue in einem Services-Projekt wird diese Regel abgefragt, ja. Wenn es die erste Prüfung fehlschlägt, dann wird die zweite gefragt, die dritte, vierte, fünfte. Und dann kommen Leute und sagen, ja, wenn wir jetzt aber den Status ändern von so einem Issue, das dauert 5 Sekunden. Eigentlich ist unser Projekt gar nicht so groß. Und es liegt dann daran, weil das exzessiv genutzt wird. Ich persönlich, wenn ich jetzt sowas neu aufsetzen würde, also das Problem an den Workflows ist halt, das kann auch geteilt werden. Ja? Und da muss man halt aufpassen, wenn der Systemadministrator diesen Workflow ändert, betrifft es alle Teams, und in diesem Automatisierungsregel pro Projekt kann ich es halt einfacher pro Team machen. Es kann natürlich auch in dem Fall der Projektadministrator schon machen. Also je nachdem, wie die Strukturen bei euch sind, könnt ihr das einfacher machen. Ich persönlich finde das einfacher als das andere, ein bisschen flexibler in manchen Dingen. Wird aber allgemein, wenn ihr automatisiert, erstmal, ich würde glaube eher defensiv vorgehen. Ja. Und auch dann mit, was machen die Mitarbeiter, da so ein bisschen, wenn ihr Retrospektiven macht oder andere Feedbackrunden fragen, was braucht ihr denn, was findet ihr denn gut, was findet ihr schlecht? Mit den Post-Functions ist auch so, dass beides läuft im gleichen Workflow intern technisch. Ja. Also wenn so eine Aktualisierung kommt, dann wird intern so ein Event geschickt und die Post-Functions und die Automatisierungsregeln laufen zusammen und SLRs auch. Ja. Das heißt, dieses Zusammenspiel, je nachdem, was ihr konfiguriert und wie, kann dann auch zu komischen Effekten für euch führen. Also allgemein bei Workflows, SLRs, überlegt euch wirklich, was ihr braucht, weil SLRs genauso, es gibt Leute, bei SLRs kann man sagen, wie viel Zeit, zum Beispiel wie lange soll so eine Anfrage in Bearbeitung sein, und das kann ich dann fein, granular mit JQL konfigurieren. Es gibt Leute, die haben 300 so Bedingungen. Ja. Jetzt nicht nur, dass das technisch ein Problem ist, wie verwaltet man sowas? Ja? Also wie schaffe ich das noch, den Überblick zu behalten? Ich weiß es nicht, wie die das können. Ich glaube, wir haben da jetzt schon ein paar Kandidaten für den Open Space rauskristallisiert von Themen her.
Und Dominik ist auch noch den ganzen Tag da. Genau. Und an Austausch interessiert und für, ja, glaube ich, auch Fragen außerhalb von Jira Service Desk zu Atlassian da und ein spannender Gesprächspartner. Wir haben gestern schon zusammen gesprochen. Du hattest ja gesagt gestern, dass du noch so Werbeblöcke einschieben würdest, da du das am Anfang nicht gemacht hast. Der Cedric hatte gerade was angesprochen, was vielleicht für den einen oder anderen spannend sein könnte. Du hattest auch gesagt, wenn das wöchentlich wechselt, dann muss ich diese Automation dann auch immer umstellen. Und es gibt ganz häufig bei euch im Unternehmen so Situationen, wo ihr bestimmte Leute, keine Ahnung, die machen halt Support und dann hat der Urlaub und dann ist er krank geworden und dann muss jemand anders das machen. Und da hattest du es gerade schon angesprochen, bietet dieses Atlassian-Tool OpsGenie die Möglichkeit, dass man On-Call-Scheduling machen kann. Genau. Das heißt also, ihr könnt dann sagen, in dem Zeitraum ist der Franz zuständig. Und wenn der Franz sich nicht meldet, innerhalb von Minuten, Stunden, Tagen, dann soll der Armin und dann der Martin. Und zwar erst per E-Mail, dann per Telefon, dann per SMS oder wie auch immer. Und wenn euch das interessiert, also wenn ihr so sozusagen Verfügbarkeiten, SLAs einhalten wollt, dann ist OpsGenie vielleicht was, was ihr euch mal angucken könnt. Ja. Ist aber gerne, klar. Steht da zur Verfügung, zeige euch das mal. Ja, so in etwa. Aber es ist nur Cloud, muss man dazu sagen. OpsGenie gibt es nicht auf Server. Es gibt so eine Brücke. Also, Ich will nur sagen, also allgemein ist die Verwaltung, dann wäre in der Cloud gespeichert, falls das für jemanden relevant ist. Aber ja. Und was mir noch in den Sinn kam bei den Fragen, die gestellt wurden, du hast ja gestern erzählt, dass ihr so gut wie keine Sachen vom Marketplace einsetzt und Apps einsetzt. Wenig. Und da haben wir eine ganze Menge Erfahrung und wir hatten eben das Mail-Beispiel. Also da gibt es noch eine ganze Menge obendrauf, was möglich ist, über das Ökosystem, was Atlassian dankenswerterweise ermöglicht. Wie gesagt, ich würde die weiteren Fragen gerne auf dem Open Space oder auf die Kaffeepausen verlagern. Und genau so eine würden wir jetzt anlegen, damit alle nochmal vielleicht sich mit Getränken versorgen können und die nächsten Vortragenden aufbauen können. Der Thomas und der Peter würden wir dann in 10 Minuten weitermachen. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Das war wirklich sehr, sehr vortragend.